Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe ersetzen wir ein fehlendes Bauteil im Altstadtblock von Faller. Es handelt sich um das Stück Mauerwerk mit dem Rundbogen in der Bildmitte links, das bei diesem gebrauchten Häusermodell fehlte. Die Herausforderung war, das neue Mauerwerk an die bestehende Mauer aus sogenannten Bossenquadern anzupassen. Bossenquader, auch Buckelsteine genannt, unterscheiden sich von anderen Quadersteinen durch ihre raue, unbearbeitete Oberfläche. Die Reparatur beginnt mit dem Einpassen einer neuen Wand aus 3 mm Leichtschaumplatte. Die Größe und Form des Rundbogens kann aus der gegenüberliegenden Arkade übernommen werden, indem man dort einfach ein rechteckiges Stück Schaumplatte einlegt und den Bogen dann mit dem Bleistift durchzeichnet. Für das Bossenwerk auf dieser Wand verwenden wir eine Spachtelmasse mit möglichst feiner Oberflächenstruktur. Die Spachtelmasse wird ca. 1 mm dick aufgetragen und dann mit einem Borstenpinsel entsprechend aufgeraut. Beim anschließenden Eingravieren der Fugen ist dann darauf zu achten, dass die Oberflächenstruktur möglichst erhalten bleibt. Wir beginnen mit dem Gravieren der Bogensteine, indem wir zuerst den Schlussstein oben in der Mitte des Rundbogens setzen. Links und rechts davon versuchen wir möglichst die gleiche Zahl von Bogenquadern anzudeuten. Anschließend zählen wir die Lagerfugen des bestehenden Mauerwerks und übertragen diese Anzahl möglichst in unsere neue Wand.
Sobald der Rundbogen deutlich genug abgegrenzt ist, können wir die Lagerfugen durch das restliche Mauerwerk ziehen. Zuletzt werden die Stoßfugen eingraviert, wobei darauf zu achten ist, dass die Fugen der nächsten Steinschicht jeweils um einen halben Stein versetzt werden. Sobald alle Fugen einigermaßen definiert sind, können die wichtigsten Fugen noch einmal deutlicher hervorgehoben werden. Dadurch wird das spätere Bemalen und Schattieren wesentlich vereinfacht. Auch die inneren Fugen des Bogens sind herauszuarbeiten, da sie ja später nach dem Einbau noch sichtbar sind. Und das gilt natürlich auch für die Rückseite dieser Wand, die durch den Arkadengang zu sehen ist.
Ja, und so sieht das Sockelgeschoss jetzt aus, nachdem wir die fehlende Wand ersetzt und die anderen Wände mit Leichtschaumplatte hintermauert haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiedersehen beim nächsten Tutorial.